High Life in High Heels, der Podcast von und für erfolgreiche Ladies. Präsentiert von Marie-Christine Höfler. Sei, wer du gerne sein möchtest. Mein heutiger Gast ist tagsüber manchmal eine andere Person als in der Nacht. Tagsüber finanziert Klaus das exzessive Leben der Ginger Red, die nachts zur DJ und zur Drag Queen mutiert. Wie das Leben so funktioniert und was ihn tagtäglich inspiriert, sich wieder in Schale zu werfen, erzählt er oder sie uns heute selbst. Herzlich willkommen, Ginger Red. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und die wirklich super Anmoderation. Oh, danke. Ich fühle mich angesprochen, ja. Der arme Klaus. Der arme Klaus ist gerade unterwegs. Ja, den habe ich arbeiten schicken, ja. Was? So gehört sich das, oder? Einer muss das Geld Magst verdienen. Prosecco, oder? Ja, das heben wir uns lieber für nachher auf, nicht, dass ich dann in Wirrwarr rede. Das kann mir zum Verhängnis werden. Mhm. Wow, seit wie lange machst du das schon? Ah, du meinst Drag? Genau, Drag. Drag vielleicht das zur Erklärung ganz kurz, für die, die das nicht so kennen, ist einfach das quasi ins Travestie-Leben eintauchen, sich umstylen, umschminken. Ne, es ist so ähnlich. Ja. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob sich das schon verwischt hat. Ich finde, Travestie ist ein völlig anderer Bereich wie Drag Queen sein. Travestie ist das bewusste Eintauchen in die Rolle einer Frau mit dem Unterschied, dass man sich am Schluss einer Veranstaltung oder einer Vorstellung abschminkt und dem Publikum zeigt, ich bin tatsächlich ein Mann. Und Drag ist eine Überzeichnung der Frau, die völlig hysterisch sein kann oder einfach nur eine wunderhübsche Persönlichkeit, die sich aber niemals abschminkt, sondern das passiert alles hinter verschlossenen Türen, dass die Illusion bis zum Schluss aufrechterhalten bleibt. Okay, schau, da habe ich wieder was dazugelernt. Das war mir nicht bewusst, okay, dass das so getrennt wird. Okay, das heißt, bei dir gibt es, ich kenne dich auch nur als Ginger Red gestylt. Das heißt, wie sieht denn der Klaus aus? Ich glaube, wir haben ein Foto, oder? Vielleicht. Das besprechen wir nach dem Prosecco. Ja. Aber du bist wirklich, du lebst es. Bist du lieber Ginger oder Klaus? Was ist so deine Präferenz? Ich bin gern beides, weil ich beides bin. Mhm. Wobei natürlich die Kunstfigur Ginger ermöglicht mir Sachen, die der Klaus wahrscheinlich im Alltag nicht tun würde. Sie ist mutiger, sie ist direkter und sie geht einfach selbstbewusster durchs Leben. Was dann in weiterer Folge, je länger man Drag macht, weil oft ist es für viele Menschen, die irgendwo sich vielleicht benachteiligt fühlen oder unsicher im Leben sind, ist ja Kunst immer ein Ausdruck dessen, was man vielleicht als normale Person nicht machen möchte. Und mit der Zeit färbt das natürlich auch ab, weil man ist ja beides. Und so hat auch der Klaus sehr viel davon, dass es Ginger gibt. Nicht nur die Ginger was davon, dass es den Klaus gibt. Sind diese Persönlichkeiten ganz unterschiedlich? Also hast du schon das Gefühl, so, da schlupfst du jetzt in einen anderen Menschen, will ich nicht sagen, aber in eine genau ganz andere Gestalt? Oder haben die schon so Ähnlichkeiten, ähnliche Interessen? Mein Mann sagt immer, ab dem Moment, wo ich die Haare auf habe, bin ich anders. Dann ist die Verwandlung abgeschlossen. Ist tatsächlich so. Also ich bin während des ganzen Prozesses, fühle ich mich nach und nach immer mehr als die Person, die ich darstellen möchte. Und sobald die Haare oben sind, dann ist die Person da, zu 100%. Und Ähnlichkeiten gibt es natürlich, weil die Stimme ist dieselbe. Ich verstelle meine Stimme nicht. Und Charakterzüge werden natürlich auch dieselben sein, weil abhängig von den Situationen, die man im Leben hat, reagiert man. Also ich kann nicht immer in dieser Rolle sein, der Ginger, weil es passieren manchmal Sachen, die mich berühren und dann bin ich auch der Klaus irgendwo. Mhm. Aber in Summe sind es doch zwei Persönlichkeiten, die eines gemeinsam haben. Nämlich den Klaus. Jetzt hast du gedacht, was kommt jetzt? Ja. Nein, also ich fühle mich in beiden Rollen wohl. Es gibt keine Präferenz. Natürlich, die Ginger ist die farbenfrohe Rolle und die hat einfach mehr Spaß nach außen betrachtet, was natürlich nicht stimmt für den Klaus, aber du weißt, was ich meine. Es ist offensichtlicher.
wenn du so in die Rolle schlüpfst, wie oft, ich habe ja auf deiner Website gesehen, du bist ja wirklich schon schwer ausgebucht, vielleicht noch nicht, aber sehr, sehr gut gebucht, auch ja. Für 2020 als DJ, als Drag. Ist das wirklich so ein Berufsbild, kann man schon sagen, Drag Queen auch, wo man wirklich dann das auch ja, als Berufsbild oder als Beruf lernen kann? Durchaus, es ist nur so, es ist kein einfacher Weg. Ich habe das Gefühl, in den letzten 5 Jahren hat sich die Öffentlichkeit dafür geöffnet. Mhm. Sucht auch nach dem Speziellen, nach dem Außergewöhnlichen, wie auch immer das ist, gerade im Event- und Veranstaltungsbereich. Aber Drag Queens, würde ich mal sagen, durch RuPaul's Drag Race, das vor 10 oder 11 Jahren begonnen hat, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, erschlagt es mich nicht. Magst du das noch einmal aussprechen? Ich kenne die Serie nicht genau, okay. Aber ich weiß, es ist eine Serie. RuPaul ist ja. Die bekannteste Drag Queen ja. Aus den Staaten und die hat vor ungefähr 10 oder 11 Jahren, ich bin mir jetzt nicht sicher, eine eigene, wie soll man sagen, so wie Austria's Next Top Model, ein Casting-Show entwickelt, wo sich Drag Queens bewerben und behaupten und gewisse Challenges bestehen müssen. Und am Ende wird halt die Drag Queen gekürt, die das Ganze gewonnen hat. Und durch ihren Einsatz und schon Jahre zuvor, weil sie auch im Mainstream anerkannt war und Musik gemacht hat, hat sich das für viele andere natürlich auch angeboten, da sich einen Ausdruck zu suchen, sich zu präsentieren und zu zeigen, was man kann. Und nachdem das nach Europa übergeschwappt ist, hat sich dann in Europa auch ein Markt dafür entwickelt, der wahnsinnig explodiert ist. Also ich kann sagen, in den letzten 5 Jahren allein in Wien ist das Angebot an den unterschiedlichsten Drag-Queens förmlich explodiert, was ich ganz toll finde, weil du einfach eine Vielfalt aufzeigen kannst und noch einmal deutlich gemacht wird, wie unterschiedlich Drag als Kunstform interpretiert werden kann. Das kann die wunderschöne optische Täuschung einer Frau sein, also wirklich fishy, wie man sagt, also die schaut echt aus wie eine Frau und das kann einfach ein völlig übertriebenes Kunstprojekt sein, wo das Make-up übertrieben dargestellt wird, also wie zum Beispiel den Helmut Fixl, den kennst du ja eh, der hat auch Drag gemacht, macht auch Drag-Schminkkurse und er ist für mich das, also er ist einfach ein Meister seines Fachs und wenn man seine Make-up-Kunst sich anschaut, denkt man sich immer, wie ist das möglich, das ist unglaublich. Und dadurch habe ich mich jetzt verloren. Aber wenn wir jetzt bei der Kunst bleiben, ganz kurz vielleicht, Drag ist ja nicht nur Make-up, es ist ja Make-up-Styling, es ist ja auch die Verwandlung an sich, also die Körpersprache, die Körperhaltung, die sich ja komplett ändert, das Gehabe auch. Ja. Die Sprache vielleicht bei manchen ist das, du hast gesagt, du veränderst deine Stimme nicht, aber nein. Gibt es andere, die da jetzt bewusst ihre Stimme ändern oder ist das im Drag auch nicht so üblich? Ich glaube nicht. Also ich kenne jetzt niemanden, der bewusst seine Stimme verändert. Mhm. Das ist so ein bisschen was man aus den Filmen kennt, wenn sich Männer in Frauenrollen präsentiert haben, dass dann die Stimme gleich überschlagsartig dargestellt wurde und die Frau mit dieser Piepsal-Stimme, wo ich mir dann auch denke, meine Güte, das ist doch offensichtlich, dass das nicht die Stimme ist. Aber ich glaube, das war vielleicht mal, oder es kommt nur aus dem Film, ich kann es ja nicht sagen. Ich erinnere mich gerade an Peter Alexander, ja, genau. Also den Film Die Babette Bobinski, also das habe ich als Kind ja schon geschaut, mit meinem Großvater noch immer stundenlang ja. Die Dialoge auswendig und ich habe mir damals schon gedacht, als Kind, das erkennt man doch. Ja. Also ich glaube, das ist aus dem Film oder vielleicht aus dem Theater, dass man das gemacht hat, um die Rolle deutlicher hervorzuheben, aber ich kenne jetzt niemanden, der das macht als Drag. Vielleicht, dass diese Stimme sanfter ist, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber vom Grund her bleibt sie. Wie lange brauchst du, um dich so umzustylen? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Das ist abhängig davon, wie viel Zeit ich mir dafür nehmen will oder kann. Im Schnitt sind es 3 Stunden, manchmal 4 Stunden, weil das Ganze einfach Zeit braucht. Aber da rede ich jetzt wirklich vom Start bis Gewand, bis Haare und ausgefertigt. Wir reden noch nicht von dem Prozedere davor, wie rasieren und so weiter, okay. Das gehört auch noch dazu. Das heißt, so ein Abend, wenn du das Drag gebucht wirst, ist ja schon wirklich sehr aufwendig. Also du brauchst immer eine lange Vorbereitungszeit, wahrscheinlich auch nachher wieder das Nachbereiten ebenso lange. Hautpflege. Du hast ja wirklich viele Tonnen oder schon Schichten auch an Maske. Ich weiß nicht, was du meinst. War das jetzt direkt? Also, nein, aber ich meine, um auch die Kultur, das schaut ja wirklich so
super aus, aber ich weiß ja auch Danke. Als Frau, wie viele Schichten Make-up ja. man braucht, damit man ungeschminkt aussieht. Also so ist es ja. Du meinst den Natural Look, gell? Genau, ja. ich kann dir sagen, es ist nicht mehr so viel wie früher. Früher war es weitaus mehr Make-up, mittlerweile wird es immer weniger und dafür gezielt der Einsatz gewisser Produkte und Effekte. Und es ist, wenn du dich um deine Haut kümmerst, sowie um, wenn du dich auch selbst um dich selbst kümmerst, dann ist es auch kein Problem, das öfter zu machen und keinerlei Nebenwirkungen oder Hautirritationen oder dergleichen. Du musst dich halt auch drum kümmern. Weil nur schminken und mit Wasser abwaschen, das weiß ich nicht, bei wem das geht. Bei mir geht das nicht. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ja, ja, von wegen, ich trinke nur Wasser und ernähre mich gesund und genau. deshalb schaut meine Haut so aus. Ja. Das stimmt leider nicht. Schön wäre es, ja, ein Traum. Das heißt, wie oft so in der Woche im Schnitt kann man sagen, wirst du zu Ginger? Täglich? Oder täglich, das wäre eine Herausforderung, ja, denke, weil mit Bartwuchs und so weiter, da wird meine Haut trotz Pflege ein bisschen rebellieren, aber ja, du 3-4 Mal in der Woche, wenn es hochkommt, vielleicht nur manchmal 3 Mal, also das ist ganz gut. Ja. So hat meine Haut trotzdem ein bisschen Erholungsphase dazwischen. Wenn ich sage Haut, meine ich damit eigentlich immer nur das Rasieren, weil da, das ist ja das, was es so schwer macht. Weil ich, wenn ich eine Frau bin, muss ich mich nicht rasieren, habe nicht diese Irritationen durchs Aufreißen der Haut und das ist das, was manchmal unangenehm ist. Und weil du ja dann in der Nacht siehst du es nicht so, den Bartschatten. Unter tags muss man halt tricksen. Also ich hoffe, du hast einen guten Filter. Den Vorhang am besten. Das sind dann die Sachen, die der Illusion behilflich sind. Unter tags ist es schwierig. Also. Hast du schon mal irgendwie überlegt, in irgendeine Richtung eine OP oder etwas in die Richtung anzustreben, um das vielleicht mehr in die Weiblichkeit zu kommen? Oder ist das für dich... Das Einzige, was ich tatsächlich tue, ist wegen der Haare, dass ich zum Beispiel Harzen gebe, weil ich mir denke, das tut also punktuell weh. Im Gesicht habe ich mich das noch nicht getraut. Also ich habe auch schon mit meiner, mit meiner Kosmetikerin gesprochen. Sie hat gesagt, empfindliche Stelle. Im Moment ist es Rasieren. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, vielleicht die Barthaare dauerhaft entfernen zu lassen, aber ich habe den Bart so gern als Mann, als Klaus, es ist so ein Attribut, auf das ich nicht verzichten möchte. Also nein, keinerlei Interesse, irgendwie kosmetisch was zu tun oder so. Ich bin ganz zufrieden, so wie es ist. Ich finde das schön, dass du sagst, so eben diese beiden Seiten in dir, die du gerne hast, die du so annimmst und die super sind. Und ich glaube, es geht ja auch den Frauen oder auch den anderen Männern oft so, dass sie sich denken, ha, jetzt wäre ich gern ein bisschen... würde ich gerne mehr meine weibliche oder meine männliche, ganz egal welche Seite ausleben. Also ich glaube, das ist ja egal, welches Geschlecht man ist von Natur, dass man das gerne mal so und so lebt. Was würdest du den Menschen so mitgeben? Ich habe halt das Gefühl, in der Gesellschaft, das ist, wie du auch schon vorhin gesagt hast, immer mehr, eigentlich findet es immer mehr Akzeptanz, ist vielleicht das falsche Wort, aber wird es immer mehr... das heißt immer Tolerance, Bridges, aber es ist so dieses, ja, es ist eigentlich schon Teil der Gesellschaft und nichts Außergewöhnliches mehr in unserem Kulturkreis hier, sag ich mal. Siehst du das als Person auch so oder hast du manchmal noch das Gefühl, so, da haben vielleicht manche ein Problem damit oder du fühlst dich oft unwohl, wenn du auf der Straße gehst oder wie siehst du das? Erstens mal ist das Wort Toleranz schon ziemlich... Ja, ich finde das... ziemlich in Mitleidenschaft geraten. Also viele wissen gar nicht, was Toleranz ist. Das Wort wird gerne in den Mund genommen. Ich glaube, dass wir auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um tatsächlich etwas zu entwickeln, wie dass man nicht in ein Vorurteil hineintappt. Wie oft tappe ich mich selbst dabei, dass ich ja sofort ein Bild von jemandem habe, ohne die Person zu kennen, nur weil ich irgendwas sehe, was irgendwie aus der Norm springt. Dabei ist mir das total wichtig, nicht so zu sein. Man darf auch nicht unfair sein, es hat sich viel verbessert, so wie du sagst. Es hängt aber auch davon ab, in welchem Umkreis, in welchem Umfeld du dich bewegst. Bist du mit toleranten Menschen zusammen, ist das natürlich nie Thema, dass man sich mal irgendetwas aufhängt oder etwas hinterfragt oder etwas schrecklich findet, weil man den Ausdruck der Person in den Vordergrund stellt. Das ist das so, wie sich die Person darstellt, wohlfühlt oder ausdrucken möchte. Gehst du mal 2 Schritte nach links oder rechts, siehst du, dass es noch immer
ein bisschen Arbeit bedarf. Und ich glaube, da sind Menschen wie du und ich oder jeder, der in irgendeiner Form kreativ ist, wichtig, weil wir das vermitteln können und immer wieder in Situationen geraten, wo Menschen vielleicht auch Fragen stellen können. Wie oft habe ich die Situation, dass mich jemand dann fragt, wie zum Beispiel, willst du eine Frau sein? Was genau machst du da? Mhm. Und das ist die Möglichkeit zu erklären und auch ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und das dann in der Hoffnung, dass das weiter transportiert wird. Also in Summe ja, wir bewegen uns in einer sehr toleranten Gesellschaft. Es hat sich sehr viel verändert, aber es hat noch nicht aufgehört, dass man daran arbeiten muss, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es unterschiedliche Lebensformen gibt, unterschiedliche Formen, wie man sich darstellen will, wie man wahrgenommen werden will. Und dass vielleicht irgendwann dieses Schubladendenken aufhört, dass man sagt, wenn du so bist, musst du so sein. Mhm. Wenn du Mann bist, darfst du nicht so sein. Oder wenn du Frau bist, dann hast du so zu funktionieren. Oder weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das sind Sachen, die noch ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Wir machen da vielleicht auch erst die ersten Schritte in einem Ausmaß, wie wir es vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht festgestellt haben, aber schon längst passiert ist. Nur jetzt ist es öffentlich. Ne? Mhm. Was würdest du dir vorstellen, wie soll das deiner Meinung nach ablaufen, so in der Gesellschaft? Wie sollten die Leute damit umgehen oder was wären da die nächsten Schritte? Man kann in dem ersten Moment nicht den Moment wegnehmen, wie man reagiert, weil wir sind Menschen. Mhm. Aber was schön wäre zu sagen, okay, ja, solange das für die Person oder die Gruppe an Menschen oder für die Einstellung in Ordnung ist, warum soll es mich stören? Und wenn ich was wissen will, habe ich immer die Möglichkeit nachzufragen. Aber nicht sofort dieses Verurteilen und in eine Schublade legen und dann vielleicht auch noch schlecht über Menschen oder Situationen reden, wo man überhaupt gar nicht eingetaucht ist oder versteht, warum Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Es ist manchmal auch schwer, tolerant und offen zu sein, weil man auch da an seine Grenzen stößt, weil man nicht alles wissen und verstehen kann. Also, und oft auch von der Laune her hast du nicht immer Lust zu verstehen, sondern du reagierst. Ja. Mhm. Aber schön wäre es, wenn man sich selbst dabei ertappt und sagt, okay, Moment, jetzt habe ich so reagiert, wie ich eigentlich nicht möchte, dass man auch mit mir umgeht, die Situation einfach verändern im positiven Sinn. Mhm. Und was du auch angesprochen hast, dieses eben so Selbstreflektieren, auch schauen, okay, wie würde ich denn das, oder wie würde es mir denn in der Situation gehen? Oder? Ja. Ja. Glaubst du, dass es viele Leute gibt, die auch so denken? Ich will jetzt einen ganz konkreten Fall da ansprechen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, der hat mich angerufen und gesagt, er möchte ein High-Heels-Training haben. Mhm. Und er kam dann bei der Tür rein, im Anzug gestylt, ganz urmännlich. Also ich habe echt gedacht, okay, will er mich jetzt veräppeln, weil es war wirklich ganz null ersichtlich, dass der, kommt noch jetzt seine Frau oder so, ja nicht. Dann sagte er, ja, wo er sich umziehen kann. Er hat dann seinen Anzug angelassen, ja. Aber hat einen Rock und High-Heels angehabt. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich war nur überrascht und habe gesagt, jetzt kann sie ja niemand sehen, sind die Fenster alle dicht und alles verschlossen. Und das hat mir eigentlich so wehgetan, dass ich mir gedacht habe, okay, auch so eine Frau, die darf das nie erfahren und nicht wissen. Glaubst du, dass nicht viele Menschen so, nicht jetzt in dieser Form, dass sie sagen, sie wollen sich gerne anders, ich will sagen jetzt verkleiden, aber anders stylen, anders geben, oder wer andere auch mal sein, in eine andere Rolle schlüpfen, dass das vielleicht in vielen tief drinnen ist, aber sich einfach viele nicht trauen, oder? Da steckt 100% der Teufel im Detail, weil oft wollen wir Sachen machen und stehen uns im Weg. Unabhängig davon, was es ist, sind es Dinge, die man vielleicht erreichen möchte oder wo deine Eltern sagen, das kannst du nicht oder mach was Normales, warum willst du was sagen? Also das steckt in uns drinnen und das ist sehr schwer, dass man das durchbricht, weil das hat ja alles was mit einem persönlich zu tun. Und irgendwann, so auch bei mir, ich meine, wie ich begonnen habe, Drag zu machen, war das am Anfang für meine Eltern auch so, naja, okay, warum machst du das? Und dann kamen die ersten typischen Fragen, willst du eine Frau sein? Fühlst du dich nicht wohl als Mann? Das hat ein bisschen gedauert, um zu verstehen, dass das auch einfach nur eine Ausdrucksform sein kann. Und bevor man so kompliziert denkt, kann man auch sagen, ich habe einfach nur Spaß daran und es bedeutet gar nichts, sondern es geht einfach nur um den Spaß und dass ich das Gefühl habe, ich mache etwas, worauf ich Lust habe. Mhm. Das heißt nicht, dass das mein ganzes Leben beeinflussen muss. Ne? Mhm. Und das sind Dinge, das hängt dann auch von einem selbst ab, wie stark man ist, wie weit die Persönlichkeit sich entwickelt hat, um das auch zu transportieren, dass man es versteht. Weil wenn du unsicher bist und jemand erwischt dich bei was, dann
wirst du nicht die starke Persönlichkeit sein, die es braucht für den Moment, um der Person zu vermitteln, das ist okay, das hat keine Bedeutung, ich habe Spaß. Du fühlst dich ertappt. Und dann wirst du unsicher und dann hast du gar keine Gelegenheit, dem Gegenüber zu erklären, was das soll. Also ich denke mir, das wird man so allgemein nicht beantworten können. Wichtig ist aber, dass man sich traut. Und wenn es mal vor verschlossenen Türen ist, dann soll man das tun, weil das ist der erste Schritt. Dann vielleicht einmal mit Freunden treffen, sich anvertrauen und sagen, hey du, das macht mir Spaß, wie findest du das? Oder ganz einfach zu Anlässen wie Fasching oder Halloween einfach die Sachen rausholen und machen, weil dann hinterfragt niemand, weil das ist quasi eine Verkleidung, die beschränkt ist auf den Event, auf den Anlass. Da werden keine Fragen gestellt. Und dann kann man für sich auch herausfinden, wie ist das für mich in der Öffentlichkeit, das zu tun? Muss ich mich nicht verstecken? Viele Drag Queens haben tatsächlich zu Halloween oder Fasching begonnen. Okay. Und so, also es ist irgendwie so wie ein Ritual, Tag, vielleicht, keine Ahnung. Aber es ist ein Rahmen, den man sich sucht. Man kann sich den Rahmen suchen, wo mache ich das? Und ich glaube, es funktioniert lang für sich und allein. Aber irgendwann, wenn das eine Leidenschaft ist oder eine Einstellung zum Leben, die mir was bedeutet, die mir positive Energie gibt, dann wird es nicht lange zum Verstecken sein, weil dann ist es Teil deines Lebens. Und warum soll man sich für etwas genieren, was einem ausmacht, was einem aber nicht definiert, sondern man ist ja so viel mehr, als ob man jetzt High Heels trägt oder sich schminkt oder als Drag Queen unterwegs ist. Also, aber ich denke mir, das ist eine Entwicklungssache jeder einzelnen Person und welches Glück sie hat, in einem Umfeld zu sein, wo Unterstützung da ist, muss man auch sagen. Wie war es bei dir mit der Unterstützung? Wie haben dann deine Eltern reagiert, dass du gesagt hast, das ist jetzt Teil meines Lebens? Naja, es hat genauso lang gedauert wie durch die Outing-Phase, dass man sich halt Gedanken macht und ich weiß nicht, warum es so ist, ich habe es schon von vielen gehört, dessen Eltern sich auch gedacht haben, der Fehler liegt an mir, was habe ich falsch gemacht und es hat einfach gedauert zu erkennen, ich habe gar nichts falsch gemacht, es ist halt so, wie es ist, ja? Weil wenn jemand heterosexuell ist, fragt man sich auch nicht, was habe ich falsch gemacht. Oder warum sie keine Kinder haben will, was habe ich falsch gemacht, weißt du, all diese Dinge, die gesellschaftlich vorgegeben sind. Wo steht das geschrieben, dass das immer so sein muss? Dinge können sich auch ändern, weißt du? Und mein Vater hat am Schluss sogar, lebt leider nicht mehr, aber hat am Schluss sogar gesagt, wenn ihm die Haare zu extrem waren, na, das war ein bisschen zu viel mit dir, aber sonst hat es gut ausgeschaut. Und das fand ich sehr amüsant, weil er hat sich dann nie geäußert, auch zum Thema Homosexualität nicht. Das war für ihn immer so, aus deinem Metier habe ich was. Und da habe ich immer gesagt, was meinst du? Na, ich habe so einen Film, eine Dokumentation, sage ich, na, was meinst du mit Metier? Keine Ahnung, na, weißt du, er hat es nicht aussprechen können. Ja. Da habe ich ihn schon ein bisschen provoziert, das geht nicht so, ich habe es gewusst, was er meint. Aber es war halt seine Art und am Ende war das dann wirklich schön zu sehen, dass es keine Blockaden gibt und nichts, was uns im Weg steht, weil man gesagt, man spürt, man ist akzeptiert, so wie man ist. Ja. Ich denke auch, das ist auch egal, nicht nur als Eltern natürlich, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sein Kind einfach so akzeptiert und annimmt, wie sie ist, aber auch in der Gesellschaft eben so sagen, okay, so vielseitig die Gesellschaft ist, so, das macht uns auch aus, total, das zu akzeptieren und eben dieses Aufhören zu schubladisieren oder zu sagen, ich mag dich nicht, weil du so bist und wenn du zugleich bist, mag ich dich auch nicht, weil dann bist du vielleicht eine Konkurrenz für mich oder, also dieses... Ja, aber das ist alles, das ist... jahrelang irgendwie unausgesprochen liegt das über uns drüber. Ja. Und wenn du ehrlich bist, wenn jemand berühmt ist und irgendwie total verrückt ist oder künstlerisch irgendwas macht oder Sachen macht, weil sie sagen, wow, der ist super, das wird akzeptiert, das wird in den Himmel gelobt. Macht das jemand, der vielleicht in der Nebenstiege wohnt, der nicht die Mittel hat, das so auszuleben wie jemand, der Geld hat, dann ist es sofort, na, das ist ja furchtbar, was macht der und blablabla. Und das verstehe ich manchmal nicht, damit tue ich mir echt schwer, weil jeder sei gestattet, wie er sich ausdrücken will, solange niemand zu Schaden kommt und niemand unnötig verletzt wird, finde ich, ist jegliche Form des Ausdrucks erlaubt. Ja? Man muss halt nur wissen, wo auch hier die Grenzen sind. Und das ist bei mir dann, wenn irgendjemand verletzt wird oder wenn was mit Kindern zu tun hat oder mit Tieren, da hört es bei mir auf. Weil das hat alles nichts mit Verständnis und Toleranz zu tun. Das sind Sachen, die haben eine andere Ursache. Das gehört einfach behandelt, besprochen. Aber der Rest, wo ist das Problem, wenn du jetzt nicht ein Kleid tragen willst? Und warum ist es schlimm, wenn ich als Mann rosa trage?
es ist eine Farbe. Mhm. Was hat die Farbe mit meinem Geschlecht zu tun? Du merkst es auch bei der Erziehung heute, dass man sich nicht definieren will über Farben, wenn es ein Bub oder ein Mädchen ist. Ja. Dass Eltern schon anfangen zu sagen, du. Und wenn meine Tochter mit den ganzen Traktoren und mit den Kränen und mit den, weiß ich nicht, was spielt, dann ist das okay. Sie muss nicht mit Puppen spielen. Weißt du, wie viele Kleidchen ich schon für meine Tochter besorgt habe und sie will sie nicht anziehen? Vielleicht kommt wieder. Das noch, vielleicht kommt das noch. Ja, sie will jetzt nicht. Aber es ist eben so diesen Freiraum geben, mhm. den Menschen, das Wesen des Menschen oder das Lebewesen so zu akzeptieren, wie es ist. Mhm. Ich glaube, dass das, was glaubst du, warum das so, warum wir dieses aufdoktrieren, warum das uns oft aufdoktriert wurde in der Vergangenheit mhm. oder warum das in der Gesellschaft so ist? Ich glaube, das gibt einfach Sicherheit. Mhm. Wenn es so ist, ist alles mhm. gut. Mhm. Alles gleich. Dann gibt es kein Problem, mhm. dann gibt es keine Auseinandersetzung. Mhm. Oft hat das auch was mit Ängsten der Eltern zu tun, dass die Kinder keine Sorgen oder keine unangenehmen Situationen im Leben haben, weil sie nicht auffallen. Mhm. Und oft ist etwas, was auffällt, natürlich offensichtlich. Und dann kann man nicht wegschauen und dann hat das oft was mit Angst zu tun. Und das wird der Hauptgrund sein. Ich habe auch oft zu Hause gehört, mach doch einen normalen Beruf und warum machst du nicht das und wieso tust du nicht das wie alle anderen? Und das hat ja auch was mit Auseinandersetzung zu tun. Ja. Weil man möchte einfach wissen als Eltern, dem Kind geht's gut, ich brauche mir keine Sorgen machen. Und sobald das Kind aber anders ist, weil es einfach vielleicht mehr Ausdruck verlangt oder mehr Raum verlangt oder einfach verrückt ist im Sinn von, ich bin unternehmungslustig, ich mache Sachen, die andere nicht machen, dann hat man Angst. So Sachen wie essentielle Sachen, kann das Kind dann leben von dem, was es tut? Mhm. Muss ich mir Sorgen machen? Wie ist das? Aber das ist ja heutzutage alles schon wieder relativ. Ja? Weil selbst wenn ich eine 0815-Job-Karriere vor mir habe, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, oder studieren oder Lehre oder was auch immer. Ja. Es gibt so viele, das heißt, das ist eh jeder Job schon eine Gefahr oder jeder hat, es gibt keinen sicheren Job in dem Sinn. Den gibt es nicht mehr. Nein. Ja. Von daher glaube ich, wird das vielleicht auch einfacher werden? Vielleicht. Aber du siehst halt auch, dass die Generation, die jetzt aufwächst, in einer Zeit, wo du alles zu jeder Zeit haben kannst, Zugang zu Informationen ohne Ende da ist, Social Media, wie viele Einschränkungen das hat, obwohl du so viel geöffnet bekommst, weil oft die normale Kommunikation nicht möglich ist und Leute sich verstecken zwischen Chatkanälen und WhatsApp und Co. Und die Menschlichkeit verloren geht, oder? Ja, und das ist so interagieren. Manchmal seltsam, ja. Ohne Maschine dazwischen. Das ist das Glück, in beiden Welten aufgewachsen zu sein. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da hat es nicht mal ein Handy gegeben. Wenn man gesagt hat, wir treffen uns am Sonntag um 1 im Park, dann waren alle da. Ja. Heute 5:05, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Bist du das mit dem und dem? Weißt du, was ich meine? Mein Handy ist aus, ja, genau. Konnte ich nicht kommen. Es tut mir leid. Das ist alles so, natürlich Entwicklung ist wichtig, Fortschritt ist wichtig, aber es sind auch so viele andere Sachen, wo ich das Gefühl habe, emotional. Der Fortschritt, ja. Oder? Das ist auch so ein, ja. Ich habe das Gefühl, die Verbindlichkeit nicht mehr so gegeben ist. Ne, auch die Verantwortung nicht, weil ich kann sagen, was ich will. Es ist im Netz, aber ins Gesicht kann ich es dir nicht sagen. Das traue ich mich nie. Mhm. Also auch das Bewusstsein fehlt, was das ausmacht. Hast du da schon Erfahrung gemacht, dass Leute dich im Netz irgendwie anders oder vielleicht abwertender oder irgendwie nicht wertschätzend mit dir umgehen? Und bis jetzt nicht. Kann ich mich nicht beschweren. Mhm. Ich habe einmal die Situation gehabt, dass mich eine Mutter kontaktiert hat über Instagram, die ganz, weiß nicht, ob sie verzweifelt war oder sie war einfach so überfordert damit, dass ihr Sohn Drag macht. Und Auslöser war, dass ich mich habe mit ihrem Kind fotografieren lassen. Und die Mutter hat mich kontaktiert über Facebook, wie ich das zulassen kann. Ich bin ein erwachsener Mensch und was, ob ich überhaupt bewusst bin, was das für Folgen hat. Und da war auch so viele alte Muster mit, wir haben ein Geschäft und was werden die Leute denken und das ist das einzige Kind. Und da war ich für einen Moment so, was mache ich jetzt? Ignorieren kann ich das nicht, weil sie hat sich immer die Zeit genommen und den Mut gehabt, mich zu kontaktieren. Und dann habe ich mir halt überlegt, was kann ich schreiben? Und ich habe dann ihr geschrieben, dass es total wichtig ist, das Kind zu nehmen, wie es ist und was sie von mir erwartet. Ich bin ja auch für das Kind eine fremde Person. Ich kann ihr ja nichts ausreden. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aufgabe ist es vielleicht, dass man sich zusammensetzt und darüber spricht
und sich öffnet, damit sich das Kind auch wohlfühlt und nicht entfernt von den Eltern, weil das sonst schade wäre. Und dann durch das Gespräch kam immer mehr heraus, was für eine selbstbewusste, starke Persönlichkeit die Mutter eigentlich ist. Und das war meine Gelegenheit zu sagen, na schau mal, was du alles geschafft hast, obwohl du dich auch gegen den Strom bewegt hast. Ermögliche das doch deinem Kind genauso. Und wenn es eine Phase ist, ist es eine Phase. Und wenn es eine Leidenschaft ist, dann lass das Kind doch die Leidenschaft ausleben. Es ändert sich nichts an der Zuneigung zum Kind und an der Gesellschaft. Und wenn Probleme dann da sind, dann sind das die Probleme der anderen. Es wird sich nichts an eurer Beziehung ändern. Hoffentlich nicht, weil das fände ich schade. Und das hat Gott sei Dank dann auch zu einem positiven Abschluss geführt, weil ich war für einen Moment überfordert, weil damit rechnest du ja nicht, dass du was tust. Und dann meldet sich eine Mutter oder ein Vater, eine fremde Person und möchte, dass du das, was du selber gerne machst, jemanden anderen ausredest. Oder der Verantwortung übernimmst für sie oder für ihn. Ja, und ich meine, das war aber auch eine Gelegenheit, aus meiner Komfortzone auszusteigen und mir Gedanken darüber zu machen, was habe ich denn eigentlich für einen Einfluss auf andere mit dem, was ich tue. Und wenn ich nicht reagiert hätte, glaube ich, wäre das falsch gewesen. Und so habe ich mich ausdrucken können. Und das hat mir dann am Ende ganz gut gefallen. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung, und du hast jetzt wirklich schon viel, wie lange machst du das jetzt eigentlich schon, muss ich dich fragen? Begonnen habe ich 2012. Wahnsinn. Ja. Also doch schon über 7 Jahre. Mhm. Was kannst du so den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Aus all dem, nicht nur das Drag-Sein, sondern vielleicht überhaupt zu diesem Thema, sei wer du gern sein möchtest. Es ist alles eine Reise, eine Entdeckungsreise, sage ich immer. Und du bist wie ein Tourist. Du nimmst dir von überall was mit, was dich anspricht. Dir wird nie alles gefallen. Und du wirst nie so sein, wie jemand ist, den du vielleicht bewunderst, den du toll findest. Du musst dich selbst finden. Und es ist okay in dem Fall, sich von jedem was zu nehmen, weil das in Summe ja deine eigene Persönlichkeit ausmacht. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, je mehr du zu dem stehst, je mehr du Freude damit hast und ein Bewusstsein hast und ein Selbstbewusstsein sich dadurch auch entwickeln kann, umso weniger Probleme hat das Umfeld damit, weil es dann auch sieht, dass du niemandem damit was tust, sondern einfach nur Spaß hast. Und oft ist es so, dass das Umfeld dich dann beneidet, weil du lebst, was sie selber nicht leben können. Schön, ja. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du deine Gedanken, deine Erfahrungen hier geteilt hast. Ich sage Dankeschön. Eine abschließende Frage muss ich aber jetzt noch stellen. Zum Thema High Heels. Wie geht's dir denn damit? Ja. Also ja, ganz ehrlich. Jetzt ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Am Anfang habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie könnt ihr damit gehen? Das ist ein Wahnsinn. Nach einer Stunde höchstens haben mir die Füße schon wehgetan. Aber wie alles im Leben ist das ein Prozess. Und je länger du das machst und je öfter du mit Schuhen gehst, umso einfacher wird es. Und du findest auch heraus, welche Schuhe stehen dir und welche nicht. Da bist aber du die Expertin, weil auch ich noch einige Fragen habe, die wir vielleicht nacherklären können, die ich nicht verstehe, warum sich das so verhält, wie es sich verhält. Aber in Summe ist es, jede Leidenschaft hat auch was mit Schmerz zu tun. Und High Heels tragen ist nicht immer schön und nicht immer lustig. High Heels tun auch weh. Nur es ist halt so, wie sagt man so schön, wer gut aussehen will, muss leiden. Ein alter Spruch, ich weiß. Aber es ist zum Teil so, wenn man etwas möchte, dann akzeptiert man auch vielleicht den Schmerz. Er ist aber nicht mehr so wie am Anfang, wo ich mir gedacht habe, ich kann mir die Füße abhacken, das geht überhaupt nicht. Oder du spürst auf der Ferse den Heel, der schon lange nicht mehr auf deinem Fuß drauf ist. Mit der Zeit und wenn du weißt, wie du gehst und mit Körperhaltung und Spannung, das ist auch dein Fachbereich, wo du auch unterrichtest und beibringst, dann geht das und dann ist das nicht so schlimm, wie alle glauben. Aber natürlich am Anfang, wie alles im Leben, ist es ein Herantasten und ein Hineinwachsen. Also du bist auch schon seit 7 oder über 7 Jahren ja, schon auf High Heels unterwegs. Ja. Wow. Also heute geht es eine Nacht und länger und am Anfang war es wirklich, nach einer Stunde musste ich mir meine Wechselschuhe anziehen, es ging nicht mehr. Welche Schuhgröße hast du? Also, ich habe Glück, 41. Mhm. Das heißt, da findest du Schuhe, ich finde ja oft die Frage, kommt auch gerade bei Herren Schuhe in Übergröße zu bekommen, hast du da eine Adresse oder Internet
sage ich auch immer. Im Internet also, findet man sie am ehesten. Ja, genau. Es gab eine Zeit, wo du in Wien hast, bei Übergrößen, ich glaube im Humanik war das, auf der Marilferstraße konntest du einkaufen. Und natürlich in Sexshops, da hast du meistens die größeren Größen. Auch nicht so viel Auswahl. Aber nicht viel Auswahl. Und Gott sei Dank hier ins Internet, du kannst in Ruhe alles anschauen. Mhm. Und ich bestelle eigentlich nur noch im Internet, außer ich gehe mal irgendwo einkaufen und ich sehe was im Abverkauf und es passt zufällig, dann freue ich mich drüber. Aber in Summe kaufe ich im Internet dann. Schön. Mhm. Haben wir das Shopping-Thema auch abschließend geklärt. Ginger, Klaus, vielen Dank, dass ihr heute da wart und für diese Einblicke. Und ja. Ich sag danke. Danke fürs Teilen. Und freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Ja. Vielleicht bei einem High-Heel-Kurs, weil auch ich kann noch was dazulernen. Dieser Podcast wurde präsentiert von Marie-Christine Höfler und Top in Heels, Vienna's First High Heels Academy. Du möchtest deine High Heels und Körperkompetenzen verbessern und elegant, sexy und selbstbewusst erscheinen? Dann besuch uns auf www.topinheels.com und finde das passende Training für dich.